Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Letztes Mal hatten wir Schneemänner gezeichnet und ich habe mir gesagt, wir müssen die irgendwo hinstellen und das machen wir in eine Schneelandschaft. Und wie man eine Schneelandschaft zeichnet, das erfahrt ihr jetzt hier nach dem Intro wie immer. Bis denn. Heute eine Winterlandschaft. Ja, beim letzten Mal hatten wir ja den Schneemann und ich hatte gesagt, dass ich diesmal eine Schneelandschaft zeichne. Da halte ich mich auch dran. Ja, und deswegen zeichnen wir jetzt heute eine Schneelandschaft. Die mache ich als Basis, damit ihr mal sehen könnt, okay, wie funktioniert das ungefähr? Und dann könnt ihr eure eigenen Sachen machen, so wie ihr lustig seid. Ich fange hier mal damit an, dass ich einen Schneemann schnell zeichne. So, damit wir auch die Grundlagen vom letzten Mal nochmal kurz aufgreifen und das Ding hier einfach für die Landschaft stellen. So, den Hintergrund mache ich einfach so, indem ich hier eine geschwungene Linie mache und ich habe es immer ganz gerne, wenn man Landschaften zeichnet, wenn man mehrere verschiedene Linien hat, die sich so ein bisschen überschneiden, dann sieht das so ein bisschen netter aus, finde ich. So, hier vorne setze ich jetzt mal einen Baum hin und in diesem Fall wird das eine Tanne. So, auch ganz einfach. Es gibt schon ein Video, wie man Tannen bzw. Weihnachtsbäume zeichnet. Das würde ich euch mal raten reinzuziehen. Dann wisst ihr, was ich hier mache. Und wie ihr seht, mache ich hier unten an dem Tannenbaum jeweils immer so ein bisschen Schnee hin. Es hat da ordentlich geschneit und es bleibt dann halt liegen. Ein bisschen ist dann weiß, ein bisschen ist dann grün. Das zeige ich euch hinterher nochmal, weil ich mache das ganze Ding auch noch bunt. So, also das war eine schnelle Tanne. Für ein idyllisches Bild nimmt man auch immer ganz gerne mal ein Häuschen. Und auch das skizziere ich hier mal ganz, ganz fix so in die Ecke. So, ein paar Wände noch dran. So, hier noch ein bisschen das Dach. Also da könnt ihr einfach zuschauen und es nachzeichnen, wenn ihr wollt. Ist jetzt nicht weiter schwierig, muss ich nicht großartig erklären. So, hier mache ich nur eine Tür rein und zwei Fenster. So, das könnt ihr auch machen, wie ihr wollt. So, gut. Schornstein wäre auch vielleicht nicht so verkehrt. Okay, hier könnte ich jetzt den Schnee drauf malen, weil es hat ja geschneit. Und ihr seht, dass ich hier den Schnee so ein bisschen hier oben über das Dach stehen lasse. Also es ist ein bisschen mehr Schnee, weil das einfach locker drauf liegt. Hier unten, das seht ihr dann gleich in der Fineliner-Version noch ein bisschen besser, ist dann noch das Dach ein bisschen zu sehen und auch dem Schornstein, da habe ich jetzt so ein bisschen Schnee. Okay, so, jetzt setze ich hier hinten noch einen Baum dran. So, das mache ich auch wieder ganz, ganz einfach, indem ich hier einfach so ein paar Äste zeichne. Ein paar geschwungene Linien, so, die so ein bisschen verzweigen. Nach oben hin dann immer ein bisschen dünner werden. Nur so ein bisschen, da mache ich jetzt nicht ganz so viel. Überall, wo Schnee liegen könnte, wo er halt liegen bleibt, wenn es entschneit, da macht ihr so ein paar weiße Flecken hin und dann sieht es halt so aus, als ob der Schnee da liegen geblieben ist. So, wer möchte, kann jetzt natürlich auch noch Berge zeichnen. So, ein bisschen Schnee drauf schmeißen. Auch ganz einfach. So, und jetzt mache ich hier unten bei dem Schneemann nochmal so ein bisschen was, wo er drin steht, dass er so ein bisschen eingesackt ist. Und damit ist diese Variante fertig und ich zeichne das Ganze jetzt nach mit meinem Fineliner. Also den Schneemann, den hatten wir ja schon letzte Woche. Ja, da werde ich jetzt nicht allzu viel zu sagen, außer eben, dass ich den Schneemann nachziehe mit seiner Karottennase, mit dem Zylinder und mit den Knöpfen. So, Schal kriegt der Gute auch noch. So. Also, falls ihr es übrigens noch nicht gesehen habt, das Schneemann-Video, könnt ihr euch selbstverständlich reinklicken. So, Schneemann. Ja, hier unten ist er so ganz leicht eingesackt. Das deute ich hier so ein bisschen an. Und jetzt mache ich hier hinten die hügelige Landschaft. Hier vorne auch einfach nochmal so ein bisschen. Kann man gerne mal machen. So, ich mache jetzt erst so, dass ich bei der Tanne den Schnee zeichne, so, damit ich da nicht durcheinander komme. Also diese Flecken und Flächen sollen dann den Schnee darstellen, der auf der Tanne liegt. Das wird so schön gezackt. So, hier unten auch nochmal so ein bisschen. Ja, da und da und da. Okay, jetzt verbinde ich diese ganzen Dinger miteinander. Hier oben auch nochmal Schnee drauf. Und dann ist das meine sehr, sehr schnelle Tanne. So, jetzt kann ich hier noch so ein bisschen einzelne Äste oder sowas andeuten. Einfach ein paar gestrichelte Linien. So, da nochmal ein bisschen im Schnee was rein. So, gut. Jawohl, damit bin ich schon mal zufrieden. Und jetzt mache ich das Haus.
erstmal den Schnee aufs Dach. So, Schnee auf den Schornstein. Jetzt ziehe ich einfach alles nach, was ich noch brauche. So, hier auch nochmal so ein bisschen Schnee. Die Tür. Die Fenster. So. Also auch ganz, ganz einfach, nur ein bisschen angedeutet. Das reicht mir hier vollkommen aus. So, hier oben nochmal das Dach so ein bisschen. Und jetzt kommt der Baum. Auch hier mache ich zuerst den Schnee, damit ich nichts vergesse. Und dann fange ich eben an, den Rest des Baumes nachzuziehen. Das habe ich hier alles vorgezeichnet. Deswegen ist das hier gar kein Problem, dass ich weiß, was ich tue. Die Äste werden nach oben hin immer dünner. So, und verzweigen sich. Also auch ganz... nur ganz leicht. Bäume sind immer ein bisschen aufwendiger, deswegen zeichnet man wahrscheinlich im Winter gerne Tannen. Ist ein bisschen leichter. So, das ist jetzt auch wirklich ein ganz, ganz simpler Baum, ohne viele Äste. Und jetzt kommen hier im Hintergrund noch die Berge. So, ein bisschen Schnee drauf. So, hier auch nochmal so eine leichte Struktur. Und dann radiere ich hier mal die ganzen Bleistiftlinien weg und dann fange ich an, das Ganze mal ein bisschen farbig zu machen, einfach nur, damit ihr seht, wie es dann aussieht. Weil Schnee kann man komplett weiß lassen. Wenn man den Rest bunt macht, dann sieht es natürlich wirklich auch aus wie Schnee. Man kann auch ein bisschen Blautöne reinbringen, das mache ich auch gleich nochmal. Dann wirkt es auch ein bisschen kühler, das geht natürlich auch. So, jetzt mache ich erstmal hier alles ein bisschen bunt. So. Mal so ein bisschen die Berge. Die kann man bläulich, gräulich machen. Also das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. So. Und dann mache ich hier überall noch so ein bisschen blau. Dann wirkt es etwas kühler und gibt dem Ganzen noch so einen netteren Wintertouch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt ganz viele Schneeflocken machen. Also ganz viele Kreise, die vom Himmel fallen. Ein paar einzelne kleine Punkte. Und dann habt ihr ein Bild, in dem es auch noch zusätzlich schneit. Das könnt ihr auch mit ganz vielen Flocken machen. Da habt ihr ein bisschen was zu tun. Ich habe das gerade hier im Schnelldurchlauf gemacht. Wirkt natürlich gleich noch etwas winterlicher. Ja, und damit haben wir unser kleines Winter-Weihnachtsbild fertig. So kann man es zum Beispiel aufbauen. Also ihr seht, Schnee ist hier nicht weiter schwierig. Probiert euch doch da mal aus und zeichnet euch eine Schneelandschaft. Ja, damit sind wir durch und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wenn es euch gefallen hat, natürlich den Daumen nach oben, den Kanal abonnieren, mit euren Freunden teilen und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja. Also wir sind durch. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bis nächsten Samstag 11 Uhr. Stift raus, Zettel raus, auf geht's, losgezeichnet. Wir sehen uns dann bald wieder. Ne? Bis dann, euer Tobi. Ciao. Ihr seid ja immer noch da. Ihr könnt von der Seite gar nicht genug kriegen, oder? Wisst ihr, was ihr mich könnt? Ihr könnt mich abonnieren, ganz genau. Denn wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge und werdet so immer besser in Sachen Zeichnen. Also lasst ein Abo da, ich freue mich und ihr habt auch noch was davon. Und wenn ihr jetzt gleich loszeichnen wollt, gar kein Problem, klickt euch einfach durch eines meiner vielen Videos und dann könnt ihr gleich loslegen. Ihr könnt natürlich auch meine Homepage besuchen oder besucht mich auf Facebook oder Instagram, alles hier unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch und nicht vergessen, Abo dalassen. Da unten.